Den kabelgeführten Energietransport, da wird nichts zu ersetzen sein. Wir müssen zusehen, dass wir bei den zukünftig sicherlich überwiegend als Erdkabel verlegten elektrischen Leiter die Abwärme gezielt aufsammeln, dass wir diese Abwärme gerne einer möglichen weiteren Nutzung zuführen und dass wir diese Abwärme natürlich auch weiterhin versuchen, durch bessere Materialien, durch bessere Techniken zu reduzieren, dass also diese Abwärme, wenn überhaupt eben, dann so wenig wie möglich auftritt, aber dass wir es schaffen, aus dieser Abwärme, aus dieser Not eine Tugend zu machen, indem wir sie gezielt abführen und einer weiteren Nutzung zum Beispiel im Gebäudeenergiebereich zugänglich machen. Das wäre ein schöner Schritt für unsere zukünftige Energieversorgung.